Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Giftschlamm fließt weiter. Umweltminister uneins. Franke-Prozess. Freispruch für einen Kanalarbeiter. Zeitfragen. 35-Stunden-Woche gegen freie Wochenenden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Rhein bleibt im Gespräch und das ist gut so. So leicht und folgenlos, wie es mal war, wird die Vergiftung des Rheins nie wieder sein. Hoffen wir es jedenfalls. Irgendeiner guckt immer. Heute waren es die Leute von Greenpeace, die mit ihrem Schiff Beluga in der Nähe von Leverkusen vor Anker gegangen waren, um aus 5 Metern Tiefe Wasserproben aus einem Abflussrohr des Chemiekonzerns Bayer zu entnehmen. Greenpeace behauptet, Bayer leitet täglich bis zu 60 Tonnen Umweltgifte in den Fluss. Bayer bestreitet das entschieden, aber genaue Angaben über das, was da jeden Tag in den Rhein fließt, will das Werk auch nicht machen. Betriebsgeheimnis. Dass die chemische Industrie in Zukunft mit sehr viel schärferen Auflagen zu rechnen hat als bisher, das weiß sie selbst. Was da auf sie zukommt, das war heute in Bonn zu ahnen. Auf einer Konferenz der Umweltminister der Länder, an der natürlich auch der Bundesminister für den Umweltschutz teilgenommen hat. Aus Bonn dazu Harald Brandt.